Ich habe mir die neue Upgraded Camera Spider für 400 Robux in Toilet Toy Fans gekauft. Diese ist über 2000 Gems wert. Und wir schauen heute, was heute für sie traden. Was gibt's denn für Upgraded Camera Spider? 8 Toxic Upgraded Titan Camera Mans, sogar 9. Ein Titan Cinema Mans, 2 Titan Cinema Mans. Ein paar weitere Mythics, wovon eigentlich nur ein Upgraded Titan Camera Man gut ist. Nee, das ist nicht gut. Dings der Toxic Upgraded Titan Camera Mans sind vielleicht 100 Gems each wert. Ist das wäre 900 Gems mit den Mythics, wären das... Obwohl doch, das wäre sogar ein Even-Trade, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, das könnte ein fairer Trade sein. Kein guter Trade, aber ein fairer Trade. Aber es ist auch so ein Trade, den ich nicht machen möchte, ehrlich gesagt. Ich mag solche Trades nicht. Ein Godly, das wäre ein guter Trade, den können wir machen. Wobei, warte mal. Es kann auch sehr gut sein, dass der Upgraded Titan Cinema Man mittlerweile unter 2000 Gems wert ist. Warte mal, ich schaue mir das kurz an und dann werden wir den gleich zurück traden. Ja gut, okay, 3,2k, never mind. Ich wollte schon sagen, ich dachte, der wäre ein Wert gedroppt, aber der ist anscheinend immer noch beim Wert. Gut, dann hast du hier die Upgraded Camera Spider. Das ist echt ein guter Trade. Ich dachte eigentlich jetzt wirklich, dass der Wert von dem Upgraded Titan Cinema Man mega an Wert gesunken ist. Aber wenn ich das so sehe, wir können ihn ja wortwörtlich gleich 3k anbieten und warten, bis er gekauft wird. Da wurde er gekauft. Let's go. Dann würde ich auch erstmal sagen, Leute, gehen wir erstmal wieder hier rein. Schauen wir nach. 2,22k, das ist ein bisschen teuer. Lass mal kurz hier das neue Feature benutzen, um in den Random Server zu joinen. Weil ich glaube, wir können einen Server finden, wo die für 2k, wenn nicht sogar noch billiger, angeboten werden. Weil wenn wir dafür 2k einkaufen, haben wir gerade einfach einen Profit von 800 Gems gemacht. Kaufen wir erstmal die Upgraded Camera Spider für 2,2k. Einfach nur, weil ich keinen Bock mehr habe zu warten. Und dann würde ich sagen, traden wir weiter. Upgraded Mac Cameraman und 88 Gems. Nee, Upgraded Camera Spider ist tatsächlich mehr wert. So, das Beste, was ich für den bisher bekommen habe, waren 2,4k. Das war noch, als davon nur 60.000 existiert haben. Ich habe auch teilweise 3.000 Gems für ihn bekommen, aber das auch zu Zeiten, von dem vielleicht 20k oder so existiert haben. Deswegen ist kein Trade, der sich lohnen würde. Er addet nochmal 400 Gems dazu. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob wir den wieder loswerden können für mindestens 1.500 Gems. Eigentlich sogar 1.800 Gems. Wisst ihr was? Ich denke mal, können wir nicht. Deswegen würde ich sagen, die klein wir auch diesen Trade. 2 Upgraded Saw Titan Cameraman, einen St. Patrick's Day Crate, 2 Egg Launcher Cameraman, einen Large Laser Cameraman, einen Dual Blade Bunny Man und 23 Gems, das Trash. Upgrade Mac Cameraman und 550 Gems, nee. Das Ding ist halt, damit ich da überhaupt Break-Even gehe, brauche ich immer noch 1,8k Gems, also für den Upgraded Mac Cameraman. Das lohnt sich nicht. Large Bunny Man, Saw Upgrade Titan Cameraman, nee. Den Trade würde ich nicht machen. Gibt jetzt für 2k im gleichen Server oder was? Lol, Tatsache, wisst ihr was, wir kaufen die für 2k. 2 Bunny Crates, den Toxic Upgrade Titan Cameraman, Zeta TV Man, Titan Bunny Cameraman. Sie haben ein bisschen über 1000 Gems, vielleicht 1100 Gems, maximal 1200 Gems. Ah doch, nee, okay, doch 1200 Gems wegen dem Toxic Upgrade Titan Cameraman und der Zeta TV Man. Das wären dann sogar 1300 Gems, aber trotzdem Trash. 3 Toxic Upgrade Titan Cameramans, einen Saw Upgrade Titan Cameraman, 3 DJ Speaker Mans, Zeta TV Man, Glitch Cameraman und ein bisschen Trash. Nee, DJ TV Man, würde ich machen. Let's go, machen wir. Ist, glaube ich, ein fairer Trade für mich. Ich glaube, ich bin sogar ein bisschen over, ehrlich gesagt. Upgrade Titan Cinema Man würde ich annehmen. Ist das auch gut? Was denn? Titan Dreamer, nee, das ist wiederum Trash, weil der sind 600 Gems oder so. Wobei ich, der ist nur 600 Gems wert. Obwohl 600 Gems und 1000 nach. Das ist Minus für mich. Das ist echt fett Minus für mich. Green Laser Cameraman könnte man sogar annehmen, sage ich ehrlich. Könnte man machen. Green Laser Cameraman sind über 1000 Gems. Der sind 600 Gems und der sind 1200 Gems. Heißt, wir machen insgesamt einen Profit von 600 Gems ungefähr. Stabiler Trade, sage ich ehrlich. Speaker Repair Drone. Einzelne Chat, falls ich den annehmen soll. Weil mir fehlt die Unit tatsächlich. Es wäre tatsächlich keine schlechte Idee, den Trade zu machen, weil mir eben die Speaker Repair Drone fehlt und ich die ganze Zeit mit Medics oder halt Lucky Speaker Man spiele. Deswegen, es wäre nicht mal unbedingt ein guter Trade vielleicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was mehr wert ist. Aber ich brauche die Unit tatsächlich. Ja komm, wisst ihr was? Wir machen den Trade. Sehen nur eins in dem Chat. Deswegen, wir machen den Trade. Und er nimmt den Trade an. Sehr gut. Da habe ich endlich auch eine gute Healer Unit. Healer TV Woman. Entweder ich bin lost oder das ist ein 1000 Gems Profit für uns. Wir machen den Trade. Nein, er hat den rausgemacht und hat seine eigene reingemacht. Verdammt, er hat mich verarscht. Er hat mich hochgenommen. Weißt du was? Ich schreibe mal. Und eine Basic Camera Woman. Sehr stark. Ich finde, das ist Profit, Leute. Was? Noch ein Lucky Speaker Man. Was? Machen wir den Trade. Let's go. Ja, Legendaries, Mythical Red Laser Cameraman, Camera Spider, DJ Speaker Man, Announcer Cameraman, Titan Clockman, Saw Upgrade Titan Cameraman und Toxic Upgraded Titan Cameraman. Nee, das ist echt nicht gut. Und 78 Gems, nein, nein, das ist echt nicht gut. Godly, würde ich machen. Und er nimmt den Trader, das ist sehr gut für uns. Weil den können wir easy wieder für Profit verkaufen. Den Upgraded Titan Cinema Man. Ich würde den Trade wieder machen. Also wenn wir jetzt zum dritten Mal diesen exakten Trade machen, das wäre schon wild. Egg Launcher Cameraman ist ein cooler.
cooler Ad, aber den bräuchtest du nicht mal machen. Dazu mal Titan Cinema Man gesigned? Glitch Cameraman, ja, ich glaube, der wird den Trade ehrlich gesagt nicht machen. Aber wer weiß, vielleicht wird er den doch machen. Ich glaube, aber ehrlich gesagt nicht. Aha, seht ihr das? Der hat den Gordy rausgemacht. Aha. Ja, das wäre Under. Zelda TV, Man Leprechaun Cameraman, ansonsten Trash. Ja, können wir ablehnen. Zwei Toxic Upgrade Titan Cameraman, Maze Cameraman und 500 Gems. Nee, Maze Cameraman ist tatsächlich stabil. Ich glaube, der ist ein paar Gems wert. Der gab auch nicht über 1000. Die beiden sind 100 Gems wert, vielleicht 150 jeweils. Heißt, wir wären mit denen insgesamt bei 1, ich denke mal 1,2k sollten drin sein. Titan Clockman kann man, glaube ich, aber für 1000 Gems verkaufen. Heißt, wir wären vielleicht bei 100 Gems, wenn nicht sogar noch mehr, was Profit angeht. Und Shotgun Cameraman. Problem ist halt für mich wirklich der Maze Cameraman. Ich weiß nicht, wie viel er wert ist. Weiß das jemand im Chat? Er hat außerdem noch meine so upgraded Titan Cameraman. 800, 200 Gems. Ja gut, okay, rechnen wir mal mit 200 Gems einfach mal. Maze du 250 Gems. Okay, da schreibt sogar selber 200 Gems. Das heißt, wir hätten hier 2100 Gems ungefähr. Vielleicht ein bisschen mehr. Könnte sogar sein, aber das wäre ein Trade, der mir zu riskant ist, sage ich ehrlich. Aber wäre tatsächlich ein fairer Trade wahrscheinlich, wenn nicht sogar Profit für uns. Egg Launcher Cameraman, Upgrade Titan Cameraman, 3 Glitch Cameramans, Upgrade Titan Speakerman, 2 Katana Speaker Moments und einen Titan Clockman. Das wäre vielleicht auch wieder ein fairer Trade, sage ich ehrlich. Also gut wäre das jetzt für uns nicht, aber das wäre ein fairer Trade, könnte man sagen. Das ist auch ein Jetpack Maze Cameraman, den habe ich nicht. Den habe ich nicht. Weißt du was, den Trade würde ich machen, nur wegen der Jetpack Maze Cameraman, weil ich den eben nicht habe. Ist mir egal, ob der Trade Profit oder Minus ist. Ich will den Jetpack Maze Cameraman haben. Wie viel ist der denn eigentlich wert? Ich habe den noch nie gesehen, sage ich ehrlich. 4K sehe ich hier gerade. Ich glaube auch nicht, dass er 4K wert ist, ehrlich gesagt. 1,5K? Was? Ich habe gerade eine Upgraded Cameras meine für 1,5K abgekauft. Was? Zur Hölle. Aber kaufen wir direkt nochmal die für 2000 Gems dazu. Aber was? 1,5K für eine Upgraded Camera Spider? Das ist insane. Toxic Upgrade Titan Cameraman. Saw Upgrade Titan Cameraman. Titan Clockman. Upgrade Titan Speakerman. Egg Launcher Cameraman. Titan Bunny Cameraman. Und den Leprechaun Cameraman. Das ist den Trade, den könnte ich annehmen. Ding ist halt, ohne den Titan Bunny Cameraman wäre der Trade fair. Dadurch, dass er aber gadget wurde, kann man den Trade sogar machen, weil aus irgendeinem Grund kaufen den Leute für 1000 Gems. Das wusste ich selber nicht. Ich habe den einfach einmal probiert, für 1000 Gems zu verkaufen und er wurde gekauft. Aber kann auch sein, dass es daran liegt, weil er eben gebufft wurde mittlerweile. Wir sehen ja hier, der hat jetzt mittlerweile ein DPS von 42.000. Vorher hat er ein DPS von 25.000. Gut, wir machen erstmal den Trade. Das ist ein stabiler Trade, sage ich ehrlich. Ghost Cameraman. 60.000 DPS hat der? Was? Okay. 2 Bunny Crates, ein Secret Agent, noch ein paar weitere Legendaries. Ist der Ghost Cameraman krass? Dazu nochmal hier der TV-Woman. Ja gut, okay, da packt jetzt einfach nur sein gesamtes Inventar rein. Aber ist der Ghost Cameraman eigentlich krass? Weil da steht DPS einfach 60.000. Range von Ghost? Okay, 25er Range. Okay, jetzt verstehe ich. Der ist eigentlich ganz trash. Free? Nein, oder? Als ob mir das einfach der Typ free gibt. Was? Danke, Oscar. Ich weiß nicht warum, aber dank dir habe ich jetzt einen Ghost Cameraman. Dankeschön. Upgrade Titan Cameraman gesigned und ein paar Epics. Naja. Und nochmal 67 Gems. Nein, ist nicht gut. Ist halt die einzigen guten Units ist halt die Speaker-Woman Rose Farm, die ist, glaube ich, 200 Gems wert. Upgrade Titan Cameraman sind, glaube ich, 600 Gems. Wir haben den vorhin zumindest für 600 Gems verkauft. Der Rest ist halt Trash. Den Sinister Titan TV Man und den Spear Speaker Man, das ist Trash. Wären 1200 Gems oder so. Vielleicht 1400, wenn es hochkommt, aber nee. Den Titan Bunny Cameraman, den Egg Launcher Cameraman, den Toxic Upgraded Titan Cameraman, 3 Saw Upgraded Titan Cameramans. Nee. Das Ding ist halt, man kann halt easy den Titan Bunny Cameraman für 1000 Gems verkaufen. Vor allem, weil er mittlerweile einfach richtig OP ist. PS2 40.000, das ist mittlerweile einfach richtig stark geworden. Man muss aber trotzdem sagen, der ist halt nicht genug wert, um für eine Upgraded Camera Spider zu reichen. 2001 Gem. Also da will ich erstmal mehr haben, hallo? Weißt du, für 2000 Gems kaufe ich mir den mit richtig krassem Krampf. Dann will ich auch ein bisschen mehr haben. Der Shotgun Cameraman sind 100 Gems. Jetpack Speaker Man sind jeweils 10 Gems. Wäre theoretisch Profit, aber ich habe echt keinen Bock drauf, sage ich ehrlich. Deswegen die kleinen wir. Toxic Upgrade Titan Cameraman. Flamethrower Cameraman. Ich mag den Flamethrower Cameraman so sehr tatsächlich. Er ist aber leider echt keine gute Unit, aber ich mag den an sich. Egg Launcher Cameraman und den Leprechaun Cameraman. Nee, ist trotzdem Trash. Ja gut, okay, das ist kein guter Ad. 2200 Gems, ich würde es kaufen. Ja, ich würde es verkaufen. Tatsächlich. Weil wir können den für 2000, wenn ich sogar für unter 2000 Gems wiederfinden. Das wäre machbar. Und wir haben erstmal die 2200 Gems bekommen. Das wären 200 Gems Profit. Wir müssen jetzt nur noch wieder einen weiteren Camera Spider für 2K finden. Wir haben einen gefunden. Das ging schnell.
geil. Zwei Sub-Upgrade Titan Cameramans, zwei Toxic Upgrade Titan Cameramans, zwei Shotgun Cameramans, ein Red Laser Cameraman, ein DJ Speakerman, Laser Gun Cameraman, ein Hunter Cameraman. Ey, das ist Trash. Camera Repair Drone, Titan Clockman. Das wäre, glaube ich, ein guter Trade, oder nicht? Titan Clockman sind locker 1,2k. Camera Repair Drone sind doch auch 1000 Gems, oder nicht? Repair Drone 1200? 1000? Dann wäre das ein fairer Trade tatsächlich. Wisst ihr was? Ich würde den Trade einfach mal machen, einfach nur, weil ich die Camera Repair Drone nicht habe. Let's go, machen wir den Trade. Kann Win sein, kann Lose sein, aber ich glaube, das ist eher fair. Ich glaube, das ist weder Win noch Lose, sage ich ehrlich.